Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Leif-Erik Holm, wirtschaftspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Ich würde auch gern ein paar Worte zu der Veranstaltung eben sagen. Ich bin sehr unglücklich über den Verlauf. Sie haben es gehört. Wir hätten auch ganz gerne eine öffentliche Sitzung gehabt an dieser Stelle. Und die Opposition, wenn ich das richtig überblickt habe, hat das auch so insgesamt gewollt. Und wenn Sie jetzt noch die Grünen dazuzählen würden, dann könnte man nach Adam Riese auch der Meinung sein, es hätte eine öffentliche Sitzung stattgefunden. Hat es aber nicht. Daraus können Sie sich Ihren Reim schon machen. Ja, es gibt einen erheblichen Vertrauensverlust in das von Wirtschaftsminister Habeck geführte Ministerium, schon politisch gesehen durch Gasumlage, Abschaltung der Kernkraftwerke, den Heizhammer. Jetzt kommt ein Vertrauensverlust erheblicher Art hinzu. Und diese Veranstaltung hat heute leider nicht dazu gedient, diesen Vertrauensverlust weiter zu minimieren. Wir haben heute gehört, dass der Staatssekretär Greichen doch über den ganzen Bewerbungsprozess des Herrn Schäfer die freundschaftliche Verbindung bis zur Trauzeugenschaft nicht erwähnt hat im gesamten Prozess. Und das ist natürlich schon erstaunlich, denn dieser Vorgang ging ja über 4 Monate in etwa. Und da ist sozusagen nicht über die Lippen zu bekommen, dass es da eine Verbindung gibt, das ist schon eine Desavouierung auch des Bundeswirtschaftsministers, der erst wohl am 24. April davon erfahren haben will. Und das ist natürlich harter Tobak. Da muss man klar sagen, dieser Staatssekretär ist aus unserer Sicht nicht mehr zu halten. Minister Habeck muss die Entscheidung treffen, aus politischen Gründen Staatssekretär Greichen zu entlassen. Und da von einem nur Fehler zu sprechen, kann ich nicht nachvollziehen, denn Fehler geschehen ja aus Versehen. Aber wenn man über mehrere Monate etwas verschweigt, was nach den Compliance-Regeln klar geregelt ist, dann kann man nicht mehr von einem Fehler, sondern dann muss man von einem Verstoß gegen die Regeln sprechen, zumal man sich auf die Fahnen geschrieben hat, transparent zu sein. So betont man ja immer wieder, dass man die Einstellung von Verwandten des Herrn Greichen sehr frühzeitig bekannt gegeben hat im Ministerium. Und dann nicht sensibilisiert zu sein für diese Transparenz in diesem einen Fall, das spricht natürlich Bände und deswegen muss Herr Greichen gehen. Herr Habeck muss hier diese Entscheidung treffen. Ansonsten wird der Vertrauensverlust in dieses Wirtschaftsministerium noch größer. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Ist nicht der Fall. Danke.